Dann seid ihr jetzt live. Ist auch sehr so. Dann freue ich mich, dass alle da sind. Vor allem freue ich mich, dass du hier bist, Felix, oder so wie alle anderen das sehen, Professor Dr. Dr. Felix Eckert. Er ist Leiter der Forschungsstelle für Nachhaltigkeit und Klimapolitik und, was für heute noch viel relevanter ist, einer bzw. der Anwalt, der die erste Klage vor dem Bundesverfassungsgericht vertreten hat und über mittlerweile schon jahrzehntelang wissenschaftlich vorbereitet hat. Deshalb kann man sich zu dem Thema kaum besseren Redner vorstellen. Genau deswegen höre ich jetzt auch schon wieder auf zu reden. Nur noch ganz kurz zum Organisatorischen. Wir hatten geplant, dass wir circa 30 Minuten, beziehungsweise Herr Eckert 30 Minuten lang ungefähr einen Input geben wird. Danach wird noch Zeit für Fragen sein. Bestenfalls über dieses Fragentool, dann sehen wir die, suchen die aus und dann kann ich die nochmal vorlesen. Wenn es sehr komplex ist, dann auch per Sprachmeldung, da müsst ihr beachten, wir zeichnen die Veranstaltung auf, die wird dann auch auf YouTube bleiben. Wenn ihr also nicht wollt, dass eure Stimme zu hören ist, dann doch eher per Sprachnachricht, das ist dann auch anonymisiert. So, jetzt schalte ich mich aus und dann viel Spaß beim Vortrag. Ja, herzlichen Dank. Mein Name ist Felix Eckert, das ist gesagt worden. Ich bin Jurist, Philosoph und Soziologe, seit 18,5 Jahren Professor, der Sache nach seit bald 25 Jahren, 24,5 Jahren Nachhaltigkeitsforscher. Ich untersuche das, was die englische Kurzfassung meiner Habil von 2019, die aktualisierte englische Kurzfassung meiner Habil von 2019 in den Begriffen eigentlich schon sagt: Sustainability, Doppelpunkt, Transformation, Governance, Ethics, Law. Heißt das Buch auf Englisch, auf Deutsch heißt es Theorie der Nachhaltigkeit. Im Rahmen dessen habe ich mich, also in meiner Habil, Theorie der Nachhaltigkeit, Strich Sustainability, tatsächlich vor 20 Jahren mit Freiheit und Nachhaltigkeit oder Freiheit und Klima intensiv auch beschäftigt. Und das war vielleicht eigentlich der wesentliche Input, die theoretische Grundlage, um zu sagen, man hat eine Argumentation vor dem Bundesverfassungsgericht gegen Bundesregierung und Bundestag mehr Klimaschutz zu verlangen. Ich habe jetzt eine Sache hier gerade mal geteilt. Ich schreibe öfter in der Zeit, gerade heute ist mein Kommentar zu den neuen EU-Klimapolitikmaßnahmen und zur Bundestagswahl erschienen. Da kann man auch noch mitdiskutieren. Ich antworte da auch gelegentlich als Autor im Forum. Das ist eventuell ganz interessant. Ich teile jetzt meine Folien. Das habe ich aber falsch geklickt. So. Na, da ist es auch schon. So, F5 wäre noch nicht ungünstig. Dann grabe ich mir noch eine Uhr, weil sonst sehe ich die Zeit nicht mehr. Hat nicht geklappt, dann nochmal. So, jetzt aber. Da steht nochmal, wer ich bin. Die Namensschreibweise ist schwierig, weil hugenottisch, Felix Nachhaltigkeit googeln funktioniert aber bestens. Wir haben, ich habe auf einer akademischen Ebene ja seit langem gefragt, wenn man gegen mehr Umweltschutz klagen kann, also auf weniger Umweltschutz vor einem Verfassungsgericht klagen kann, warum sollte man denn nicht auch auf mehr Umweltschutz klagen können? Sicherlich ist es so, dass, wenn es um Nachhaltigkeitsfragen geht, überhaupt wenn es um Politikfragen geht, verschiedene Freiheitssphären kollidieren. Bei Umweltproblemen letzten Endes das Recht auf der Unternehmen und der Konsumierenden eben zu produzieren, zu konsumieren und so weiter. Auf der anderen Seite das Recht von uns allen auf die elementaren Freiheitsvoraussetzungen, Leben, Gesundheit und Existenzminimum. Und natürlich, das ganze Leben, dafür ist die liberale Demokratie da, ist ja ein Ausbalancieren dieser Freiheitssphären. Und da gibt es große Spielräume, dafür wählen wir demokratische Parlamente. Es gibt aber Grenzen dieser Spielräume, dafür sind Verfassungsgerichte da, die Einhaltung dieser Grenzen zu sichern. Kurz gesagt, sind bestimmte Abwägungsregeln, die aus den Grundrechten resultieren, meines Erachtens diese Abwägungsgrenzen. In gängiger juristischer Terminologie, soweit jemand einen Jura-Hintergrund hat, sagt man dazu auch Verhältnismäßigkeitsprüfung, wobei die in gängiger Form nur sehr unvollkommen das abbildet, was sowohl die Rechtsprechung macht, als auch was man richtigerweise machen muss. Insofern ist der Begriff etwas verwirrend. Ich bin von einem kleinen Verein, dem Solarenergieförderverein, der sich interessiert, der normalerweise vertritt die Interessen der kleinen Solaranlagenbetreiber und von dessen also recht hartnäckigen Geschäftsführer Wolf von Fabeck vor 11 Jahren entdeckt worden mit meinen Arbeiten. Der hat gesagt, wir müssen doch damit einfach mal vor das Verfassungsgericht gehen. Ich habe dem immer gesagt, also Richter sind innen immer mitgedacht, bitte sind nicht klüger als Politiker und wir alle. Erwartet ihr davon nicht viel, weil in der Vergangenheit hat jede Klage auf mehr Umweltschutz vor dem Bundesverfassungsgericht keinen Erfolg gehabt.
Irgendwann kam das Paris-Abkommen zum Klimaschutz. Irgendwann kamen insgesamt, also einfach immer ungünstigere Datenlagen zum Klimawandel. Da haben wir dann irgendwann gesagt, Ende 2017, Anfang 2018, na gut, wir bilden jetzt ein Klagebündnis. Der SFV hat also faktisch die ganzen Mittel akquiriert, also durch Spenden, nicht aus dunklen Quellen. Die Umweltverbände wollten alle nicht mitmachen zu dem Zeitpunkt. Also man liest jetzt heute viel im Spiegel, ja, sind nah dran, Hamburg, ja, Greenpeace und so hat damit viel zu tun oder Germanwatch. Die sind zu einem sehr viel späteren Zeitpunkt dazugekommen. Das ist eigentlich eine Initiative des SFV gewesen. Der BUND hat noch mitgemacht, so halb überzeugt. Ich bin im Ehrenamt BUND Sachsen-Vorsitzender und eben eine Reihe prominenter Einzelkläger. Die Verfassungsbeschwerde, so heißt die Klage auf eben, also aus Grundrechten vor dem Bundesverfassungsgericht, die Verfassungsbeschwerde, war ursprünglich so konzipiert, dass 11 Einzelkläger geklagt haben und 2 Umweltverbände, SFV und BUND auch selbst. Die Einzelkläger waren zum Teil prominent. Hannes Jenicke, der Schauspieler, Volker Quaschning, der Energieforscher, ein kleines Mädel war noch dabei und ein früherer CSU-Bundestagsabgeordneter, der schon in Nobelfragen immer so ein bisschen auf Kriegsfuß stand in seiner Union, der Josef Göppel, ein ganz beeindruckender Mensch aus vielerlei Gründen. Jetzt, mittlerweile ist er nicht mehr Abgeordneter. Seit wann eigentlich? Seit 4 Jahren. Alle anderen Umweltverbände wollten nicht mitmachen, haben es für abwegig erklärt damals. Dann ist aber im August 2019 etwas passiert, womit keiner gerechnet hat. Das Bundesverfassungsgericht hat erkennen lassen, sie nehmen die Sache überhaupt erstmal zur Entscheidung an. Das ist ein Vorprüfungsschritt, den 99% der Verfassungsbeschwerden, ich meine nicht zu Umweltthemen, sondern allgemein Verfassungsbeschwerden gar nicht überstehen normalerweise, weil das Verfassungsgericht normalerweise immer sagt, das kann irgendein anderes Gericht klären oder die Sache ist schon entschieden eigentlich sinngemäß. Sie haben es also zur Entscheidung angenommen und dann waren alle interessiert mitzumachen. So kam dann letzten Endes weiteren 3 Verfassungsbeschwerden zustande, die im Januar 2020 eingereicht wurden, unter anderem von einigen Fridays for Future Aktiven, von Menschen aus Nepal und Bangladesch auch noch, unterstützt eben von Greenpeace und Germanwatch und DOH. Und über alle 4 Verfassungsbeschwerden, die wir damit hatten, hat im Frühjahr das Bundesverfassungsgericht denn entschieden. Zu einem Zeitpunkt natürlich, wo jetzt auch klar war, es gibt die neuen 2030er EU-Klimaziele. Insofern war dann vielleicht auch die Hemmschwelle beim Gericht nicht mehr so groß. Was haben wir für grundlegende Befunde? Das Bundesverfassungsgericht hat hier, wie gesagt, erstmals einer Klage auf mehr Umweltschutz stattgegeben. Es hat in zentralen Punkten seine bisherige Rechtsprechung modifiziert und hat das möglicherweise weitestgehende Urteil eines obersten Gerichtshofs weltweit bisher in Klimafragen produziert. Das heißt nicht, dass dieses Urteil jetzt total supi ist und alles da irgendwie jetzt, damit jetzt alles gut ist oder alles geklärt ist, dass man sich so an Probleme und Fragen stellen kann, da kommen wir noch drauf. Ich will dennoch erstmal grundlegend schildern, was eigentlich wir da erreicht haben, bevor ich mich dann auf der nächsten Folie den Schwachpunkten widme. Ich glaube, also das hat er so gesagt, ich rede eine halbe Stunde. Ich weiß nicht mal, ob ich eine halbe Stunde rede. Man muss bei digital sich irgendwie immer kürzer fassen, gefühlt. Das sind ja auch echt komplexe Sachen. Das ist eher hilfreich, wenn dann nochmal nachgehakt wird oder dagegen geredet wird und so weiter. So, was ist denn nun aber eigentlich die Kernaussage des Gerichts? Also wenn man da jetzt in den Text einsteigt oder in die Presseberichte, versteht man es eigentlich nicht. Das liegt auch daran, dass die Sprache deutscher Juristinnen, die gängige, halt hermetisch ist, unverständlich ist und eigentlich, also selbst die Juristen selber meistens, glaube ich, nicht verstehen, was sie eigentlich meinen mit dem, wovon sie da reden. Der Kernausspruch ist, es muss eine Balance zwischen den intertemporalen Freiheitssphären der Generationen hergestellt werden. Ja, es muss eine intertemporale Freiheitsbalance hergestellt werden, die fair ist. Das ist der Kernausspruch des Gerichts. Die Ziele müssen langfristig und konkret geregelt werden, die Klimaziele, und die wesentlichen klimapolitischen Entscheidungen müssen vom Parlament kommen. Das ist im Grunde der Ausspruch, der ist versteckt in der Festlegung, dass also nach 2030 die Klimaziele konkreter gefasst werden müssen, und zwar seitens des Parlaments. Das erschließt sich im Nichtjuristen schon gar nicht, dass das damit gemeint ist, was ich sage. Da stehen die kleinen Wörtchen noch drin nach Maßgabe der Gründe. Und aus den Gründen ergibt sich dann eben, das Gericht geht davon aus, die Balance zwischen den Generationen ist momentan unfair. Warum ist sie unfair? Weil selbst wenn man ausgehen würde davon, dass das verbindliche Klimaziel eine 1,75-Grad-Grenze wäre und selbst wenn man von dem, wie wir noch sehen werden, kritikwürdigen IPCC-Budget ausgeht, man dann immer noch feststellen müsste, dass dieses Budget weitestgehend aufgebraucht wäre bis 2030 mit den bisherigen Klimapolitikzielen. Greenpeace hat schon mal vorgerechnet, also wir haben ja, das dürfte hier allgemein bekannt sein, ein neues Klimaschutzgesetz jetzt bekommen, also wo die Reduktionsziele um 10% nach oben gesprungen sind, gigantischer Erfolg, aber dennoch wäre auch in Zukunft weiterhin, selbst wenn ich von 1,75 Grad ausgehe und selbst wenn ich
vom IPCC-Budget ausgehe, immer noch der größte Teil des Budgets wahrscheinlich bis 2030 verbraucht, also statt 96 vielleicht 91%. Genaue Berechnung mag jetzt hier nicht interessieren. Insofern ahnen wir auch schon an der Stelle, wir haben mit dem Urteil einerseits was bewegt, aber die Diskussion wird weitergehen. Wie genau, da reden wir noch drüber. Ich will erst noch mal ein bisschen mehr dazu sagen, was wir jenseits des übergreifenden Ausspruchs eigentlich erreicht haben. In der Vergangenheit war die Vorstellung stets, man kann gegen zu viel Umweltschutz natürlich klagen. Dann verlangt man einfach vom Verfassungsgericht nur den Ausspruch, ja so jedenfalls nicht, lieber Gesetzgeber. Und das kann ein Verfassungsgericht ja wohl sagen, dass es eine äußere Grenze gibt. Wenn dagegen jemand auf mehr Umweltschutz klagt, dann haben Verfassungsrichter und deutsche Juristen und auch viele Menschen in anderen Ländern, die mit Jura was zu tun haben, das gerne so missverstanden, dass jemand da sagt, tu genau das. Also ich klage jetzt eine Maßnahme ein, dass der Gesetzgeber, sagen wir mal, eine Ökosteuer einführt oder sowas. So muss man Klagen auf mehr Umweltschutz nicht verstehen. Und so haben wir es auch nicht beantragt. Wir haben beantragt, festzustellen, dass der Gesetzgeber zu wenig getan hat und dass er innerhalb einer zu setzenden Frist seine Klimapolitik neu definieren möge, nach Maßgabe der Urteilsbegründung. Aufgabe, zuständig für die Gesetzgebung der liberalen Demokratie ist nämlich kein Verfassungsgericht. Das ist ja nicht irgendwie der König, das irgendwas, der irgendwie so bei allem steht, sondern es ist Aufgabe des Parlaments, Gesetze zu machen. Verfassungsgericht mahnt nur die Einhaltung äußerer Grenzen an. So haben wir es beantragt und so haben wir es bekommen. Der Gesetzgeber hat eine Nachbesserungsverpflichtung bekommen bis zum 31.12.2022 und damit hat das Bundesverfassungsgericht implizit erstmals eben akzeptiert, das kann gehen mit Klagen auf mehr Umweltschutz. Das ist gar nicht so prinzipiell was anderes, als wenn ich auf weniger Umweltschutz klage. Im Detail haben Sie dabei alle möglichen, weit über diese Entscheidung hinaus wichtige Dinge anerkannt und da das Bundesverfassungsgericht zu Recht oder zu Unrecht weltweit Recht angesehen ist, wird das weit über Deutschland hinaus rezipiert werden. Das merkt man an Medienanfragen, Vorträgen, an juristischen Diskursen. Also das ist schon ein ziemlicher Hammer gewesen, das Urteil. Urteil ist übrigens eigentlich juristisch nicht der richtige Begriff. Man sagt Beschluss bei Verfassungsbeschwerden, aber im Sinne eines gewissen Loose Talk mag man noch Urteil sagen. Die Entscheidung war also ein ziemlicher Hammer und die hat auf jeden Fall eine Welle gemacht, trotz aller Kritikpunkte, auf die wir noch kommen. Was ist denn da noch so bemerkenswert? Bemerkenswert ist zum Beispiel, es wird ausdrücklich akzeptiert, okay, es gibt einen intertemporalen Grundrechtsschutz und es gibt einen global grenzüberschreitenden Grundrechtsschutz. Die Grundrechte schützen also nicht nur hier und heute. In der klassisch-liberalen Philosophie, liberal hier nicht parteipolitisch gemeint, sondern philosophisch, war eigentlich immer klar, universale Normen. Das bedeutet nur, dass in jedem Staat weltweit die Menschen Rechte haben. Aber zwischen den Staaten herrscht das Recht der freien Wildbahn letzten Endes. Und das wird abgeräumt vom Bundesverfassungsgericht, anders als in früheren Fällen. Auch ganz wichtig, Vorsorge und Grundrechte, GR steht für Grundrechte hier auf der Folie. Es wird anerkannt, dass die Grundrechte nicht nur für Dinge Schutz bieten, die gewissermaßen morgen früh um 7 definitiv drohen, sondern auch gegenüber Dingen, die unter Unsicherheit drohen und längerfristig drohen. Man kann trotzdem klagen, speziell dann, wenn eine irreversible Situation droht. Und so ist es beim Klimawandel halt. Wenn ich abwarte, ja, bis ich irgendwie, nur noch Klimakriege, Bürgerkriege, Nahrungsknappheit, Wasserknappheit vorfinde, dann ist es zu spät, um den Klimawandel zu bekämpfen. Eine weitere wichtige Feststellung: ja, das Recht auf Leben und Gesundheit schützt explizit gegen den Klimawandel und es gibt auch, das haben wir auch alles so vorgetragen, alles Dinge, die wir vorgetragen haben auf der Grundlage von Theorie der Nachhaltigkeit letzten Endes, es gibt auch ein Recht auf das ökologische Existenzminimum. Sehr verklausuliert formuliert in der Entscheidung, aber es gibt es grundsätzlich. Und ganz wichtig, wenngleich für Nicht-Juristen schwer zu verstehen, das Bundesverfassungsgericht erkennt ausdrücklich an, dass die Grundrechte greifen, ohne dass es auf irgendeine herausgehobene Betroffenheit des Einzelnen ankommt. Was ist damit gemeint? Die internationale Klima- und Grundrechteliteratur besteht, würde ich mal sagen, zu 70% aus der Diskussion, na, wie kann denn jemand auf mehr Klimaschutz klagen? Wo ist denn da die Kausalität? Also der, okay, der befürchtet jetzt irgendeinen Schaden, aber wenn der jetzt irgendjemanden verklagt darauf, dass er weniger tut, was hat denn dessen Emissionsverhalten gerade mit seinem konkreten Schaden zu tun? Wo ist da die Ursächlichkeit, die Kausalität? Und das Bundesverfassungsgericht hat unsere Argumentation akzeptiert, da kommt es einfach nicht drauf an. Es ist schlicht und ergreifend jeder weltweit vom Klimawandel betroffen und mindestens große Akteure tragen eindeutig ziemlich viel dazu bei, also mindestens Staaten. Es geht bei Grundrechtsklagen immer nur darum vom Verfassungsgericht, ob der Staat eben zu viel getan hat oder zu wenig getan hat. Es geht da nicht darum, was ein Unternehmen getan hat. Das war dann Thema des Shell-Prozesses in den Niederlanden, an dem vieles auch ein bisschen ambivalent ist. Da werde ich nachher vielleicht mal eine kleine Kritik noch in den Chat tun. Dennoch überlegen wir auch in Deutschland, ob wir sowas machen können. Aber im Kern ist es so, es ist Aufgabe der öffentlichen Gewalten, zwischen den Freiheitssphären eine Balance zu finden. Das war jetzt mal jenseits des Klimas im Grundsatz ja auch in der Vergangenheit so einigermaßen klar, auch wenn das jetzt nicht so intertemporal
global grenzüberschreitend verstanden wurde und nicht aufs Klima bezogen so verstanden wurde. Und diese Freiheitsbalance muss der Gesetzgeber vornehmen. Da kann man halt fragen, hat er zu viel oder zu wenig getan? Und im Grunde ist es jetzt so, dass das Bundesverfassungsgericht anerkannt hat, ja, in Sachen Klima kann im Endeffekt einfach jeder und jede klagen. Hinter dem Ganzen haben sie im Grunde akzeptiert ein Modell, das hat meines Erachtens Michael Klöpfer, der deutsche Umweltrechtler, mal den Begriff geprägt und ich habe da relativ stark drauf rumgeritten in den letzten 20 Jahren. Das Bundesverfassungsgericht hat letzten Endes verstanden, dass Umweltprobleme wie der Klimawandel zu einer doppelten Freiheitsgefährdung führen. Das Umweltproblem selber kann die physischen Grundlagen unserer Freiheit untergraben, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite kann aber auch, wenn man das Problem verschläft und dann irgendwann radikal oder gar diktatorisch tätig wird, das eine Freiheitsgefahr sein. Beides muss verhindert werden. Das Bundesverfassungsgericht bringt das in die relativ umständlichen bis unglücklichen Begriffe, die aber gewollt so gewählt sind, wie wir noch sehen werden, dass es sagt, es muss auf der einen Seite, muss den Normen Genüge getan sein, auch solche des objektiven Verfassungsrechts gemeint sind damit Normen, die keine Grundrechte sind, die irgendwie mehr Klimaschutz verlangen. Das sind die Rechte auf Leben, Gesundheit und Existenzminimum, aber auch das Umweltstaatsziel aus Artikel 20a Grundgesetz. Und umgekehrt darf aber auch eben die Freiheit nicht allzu sehr durch Klimapolitik verkürzt werden. Es muss deswegen vorausschauend und im Sinne eines gleitenden Übergangs Politik gemacht werden. Und was ganz wichtig ist, auch wenn das in den Medien, glaube ich, 90% der Leute nicht verstanden haben, das Staatsziel Umweltschutz alleine gibt keinen Anspruch, den man vor dem Bundesverfassungsgericht einklagen kann, erstens. Und zweitens, sowohl beim Staatsziel Umweltschutz als auch beim Recht auf Leben, Gesundheit und Existenzminimum hat das Verfassungsgericht zwar gesagt, ja stimmt, eigentlich ist das irgendwie ein bisschen zu wenig, was die Politik macht, aber irgendwie ist es gerade noch so akzeptabel. Was am Ende den Sieg gebracht hat vom Verfassungsgericht, dass sie gesagt haben, naja, aber dadurch, dass die das Klimathema so verschnarchen, werden wir dann irgendwann in ein paar Jahren plötzlich super radikale Freiheitseinschnitte machen müssen. Und das ist doof. Das darf nicht sein. Das heißt, das Verfassungsgericht hat einen ganz schrägen Kompromiss gemacht. So ist dann auch eine einstimmige Entscheidung möglich geworden. Das hat also ein Stück weit gesagt, Klimapolitik ist am Ende das Gefährlichere als der Klimawandel. Das führt eigentlich schon zur Kritik, da komme ich gleich nochmal näher drauf. Was aber erstmal noch ganz gut ist, das Bundesverfassungsgericht hat ausdrücklich anerkannt, völkerrechtlich ist das Paris-Ziel, von dem so viel geredet wird, wo witzigerweise viele gar nicht wissen, was damit denn eigentlich gemeint ist, obwohl sie es gut finden, tatsächlich verbindlich. Und zwar als 1,5-Grad-Grenze. Im Artikel 2 Absatz 1 Paris-Abkommen steht als internationales Ziel eben des Klimaschutzes der Staaten drin, dass man die globale Durchschnittstemperatur weit unter oder deutlich unter 2 Grad halten will und versuchen will, eben bei 1,5 Grad zu belassen. Und da hat das Verfassungsgericht zweierlei erkannt. Ja, genau, das ist rechtsverbindlich, könnte man jetzt näher erklären. Artikel 3 und Artikel 4 Absatz 1 zeigen das zum Beispiel auf Umwegen. Klicke ich vielleicht auch mal einen Aufsatz anschließend in den Chat rein. Und zum anderen erkennen sie richtig, ja, es geht um 1,5 Grad, das muss versucht werden, nicht 2 Grad oder deutlich unter 2 Grad. Im Kern sind es 1,5 Grad. So, jetzt waren wir aber schon ansatzweise bei den Schwächen. Das erste Problem, ich habe es eigentlich schon gesagt, das Bundesverfassungsgericht bleibt ein bisschen seiner klassisch-liberalen Denkweise treu und redet ein bisschen so, als wäre Klimapolitik am Ende das größere Problem als der Klimawandel. Sie sagen zwar, ja, Emissionsneutralität, das ist also offenbar das Ziel des Paris-Abkommens und das ist mindestens mal verfassungskonform, also es erlaubt sich, dieses Ziel vorzunehmen, das ist ansatzweise auch irgendwie vorgeschrieben durch die Grundrechte und das Staatsziel Umweltschutz, aber wie gesagt, mit also offenbar so großem Gestaltungsspielraum, dass man selbst bei der jetzigen ziemlich schwachen Klimapolitik noch nicht verfassungsgerichtlich sagen kann, das war jetzt ein Verfassungsverstoß. Wie kommt es zu dieser merkwürdigen Sichtweise? Man könnte jetzt eigentlich Folgendes machen, also so habe ich das denn argumentiert. An der Stelle hat sich eben das Verfassungsgericht in eine etwas andere Richtung bewegt, als wir das argumentiert haben, wobei sie dann doch wieder uns teilweise adaptieren. Man könnte ja sagen, gut, es gibt eben eine äußere Grenze des Abwägungsspielraums, die wird durch Abwägungsregeln konstituiert. Die folgen letzten Endes aus den Grundrechten selber. Bundesverfassungsgericht gesteht selber zu, Leben, Gesundheit, Existenzminimum sind bedroht, und zwar massiv bedroht durch den Klimawandel. So, und eine sehr naheliegende Abwägungsregel aus den Freiheits- und Freiheitsvoraussetzungsrechten ist ja nun, man darf jedenfalls kein Abwägungsergebnis wählen als Politik, welches die physischen Grundlagen künftigen Abwägens untergräbt. Und genau das droht doch beim Klimawandel, wenn man so ähnlich weitermacht wie bisher, weil wir in eine Welt der Kriege, Bürgerkriege und ähnliches mehr hineinzulaufen drohen. Da setzen sie sich gar nicht mit auseinander, aus dem einfachen Grund, das Bundesverfassungsgericht will nicht zugeben, dass eine alte Vorstellung, dass Grundrechtsklagen auf mehr Umweltschutz
Sie sagen, Leben, Gesundheit, Existenzminimum sind bedroht. Nicht meinen, hey, Gesetzgeber, tu genau das. Ich will genau eine Maßnahme, Ökosteuer. Sondern, dass solche Klagen auch schlicht bedeuten können, Gesetzgeber, triff einfach eine neue Entscheidung in einem gesetzten Rahmen. Ohne, dass wir dir, Gesetzgeber, als Gericht jetzt da irgendwie in einer die Gewaltenteilung beschädigenden Weise die Entscheidung abnehmen würden. Das Bundesverfassungsgericht argumentiert deswegen einerseits in der Entscheidung, ja, das sei alles irgendwie okay mit den Grundrechten, wiederholt einfach Textbausteine aus seinen alten Entscheidungen. Wir haben im Einzelnen diese Rechtsprechung kritisiert, da sagen sie gar nichts zu. Denn prüfen sie den Artikel 20a, sagen, naja, der ist, den kann man eigentlich direkt so gar nicht einklagen, aber wenn man ihn vielleicht in Verbindung mit dem Schutz der Freiheit insgesamt einklagen könnte, haben wir Ihnen angeboten, die Argumentation, dass wir gesagt haben, es geht beim Schutz der Freiheitsvoraussetzungen immer auch um die Freiheit insgesamt. Das haben Sie jetzt quasi noch mit Artikel 20a kombiniert. Auf den hatten wir eher so unterstützend verwiesen, weil wir das eigentlich gar nicht so überzeugend fanden in unserer Klage. Also Sie sagen, na okay, das könnte man zwar vielleicht dann irgendwie einklagen, Freiheit insgesamt in Verbindung mit 20a, aber es ist, liefert eben nur einen ganz schwachen Maßstab und ist deswegen nicht verletzt. Aber was eben tatsächlich verletzt sein soll, ist eben der Freiheitsschutz dadurch, dass irgendwann eine radikale Klimapolitik droht. Und warum jetzt diese ganzen Verrenkungen? Ich habe ein bisschen zu sehr extemporiert gerade. Ich muss es ein bisschen einfacher nochmal auf den Punkt bringen, gerade wenn Leute keinen Jura-Hintergrund haben. Sie wollten einerseits nicht zugeben, die bisherige Umweltrechtsprechung war vielleicht nicht so dolle begründet. Also setzen sie sich mit der Kritik gar nicht auseinander. Zweitens, indem sie den 20a so nach vorne schieben, wo also man schon anhand des Textes merkt, das ist kein Grundrecht, das kann man so eigentlich gar nicht direkt einklagen, man hat damit eine Norm, wo man dann relativ leicht sagen kann, der Gesetzgeber hat ja irgendwie doch genug getan. Wenn man dann die Freiheitsvoraussetzungsgrundrechte zwar einerseits anerkennt, aber gleichzeitig in der Prüfung ein bisschen mehr so im Hintergrund lässt. Das ist aber jetzt kein besonders edles Motiv, weil das ist halt eher ungünstig. Die Probleme der Gewaltenteilung oder vielmehr die nicht vorhandenen Probleme der Gewaltenteilung hat das Verfassungsgericht weiterhin nicht verstanden. Das führt dann auch im Einzelnen zu recht merkwürdigen Wendungen, indem das Verfassungsgericht zum Beispiel sagt, naja, die Freiheitsvoraussetzung kann man ja eigentlich auch durch Adaptation statt durch Mitigation, also Adaptation statt Mitigation in den Griff kriegen. Also wir bauen höhere Deiche. Das würde doch auch genügen. Da hat das Verfassungsgericht scheinbar noch nichts davon gehört, dass eben zum Beispiel die Welt kriegerischer werden kann aufgrund des Klimawandels. Und da helfen uns die Deiche im Zweifel dann nicht ganz so viel, außer mit Adaptation ist Aufrüstung gemeint. Aber das wäre aus vielerlei Gründen, glaube ich, auch nicht wirklich eine kostengünstige und erfolgversprechende Option. Mit hoher Wahrscheinlichkeit ging es dem Verfassungsgericht, indem es diese merkwürdige Konstruktion gewählt hat, dass am Ende die Klimapolitik die Hauptgefahr ist, auch um Folgendes. Es sollte den inländischen Klägern zumindest teilweise Recht gegeben werden, den ausländischen aber nicht. Deren Grundrechte wurden zwar so ganz grundsätzlich anerkannt, Bangladeschis und Nepalesi, das hatte ich erwähnt, aber gleichzeitig wird in der Entscheidung deutlich gemacht, naja, das eigentliche Problem ist momentan die Klimapolitik, die irgendwann erschlagend radikal werden wird und das trifft doch die Menschen im Ausland gar nicht. Stimmt. Die Menschen in Bangladesch gehen vielleicht unter wegen unserer mangelnden Klimapolitik, aber mit Sicherheit nicht wegen unserer eines Tages zu radikalen Klimapolitik. Das ist ein etwas merkwürdiger Schwenk in der Argumentation. Also nochmal ganz einfach, die doppelte Freiheitsgefährdung ist schief konstruiert und es wird ein Artikel 20a so pompös nach vorne geschoben, der aber eben schwächer ist, als wenn ich direkt über die Grundrechte auf Leben, Gesundheit und Existenzminimum argumentiert hätte. Das dritte Problem, das ist ganz kurz gesagt, wir haben explizit beantragt gehabt in unserer ersten Verfassungsbeschwerde die Feststellung, dass Bundesregierung und Bundestag nicht nur in Deutschland zu wenig machen, sondern auf EU-Ebene zu wenig machen. Das ist ein bisschen auch nochmal breit getreten in dem Zeitartikel, den ich verlinkt habe. Warum ist das so wichtig? Weil über die meisten Emissionen einfach nicht mehr in Deutschland entschieden wird. Also das ist zwar ganz nett, diese ganzen Bundestagswahldiskussionen über den deutschen CO2-Preis, aber rein deutsche Maßnahmen verlagern das Problem in vielen Fällen schlicht in andere Länder. Und selbst wenn sie das ausnahmsweise mal nicht tun, erreichen wir jedenfalls in der Welt da wenig. Wir brauchen einen größeren Akteur. Im Übrigen, wenn ich rein national vorgehe, hat es nicht nur ökologische Nachteile, Stichwort Verlagerungseffekte. Ich gefährde auch die eigene Wettbewerbsfähigkeit. Das heißt, ich mache den Klimaschutz ökonomisch für uns sehr unattraktiv. Damit kriegt er keine Mehrheit. Deswegen ist es halt einfach so wichtig, auch im Jahr der Bundestagswahl, dass die deutschen Parteien vor allem sagen, wie stehen sie denn jetzt zu den neuen EU-Plänen? Bremsen sie da? Gehen sie da mit? Oder setzen sie da noch einen drauf? Also ich habe das jetzt nochmal kurz und bündig aufgeschrieben, den Zeitartikel. Das reicht nicht, die EU-Kommissionsvorschläge anzunehmen. Das wäre zwar schon mal besser, als sie zu boykottieren. Ich meine, ich denke, es ist allen Anwesenden klar, gestern von der EU-Kommission präsentierten neuen Klimapolitikvorschläge.
sie anzunehmen, wäre besser, als sie noch zu sabotieren, was von vielen Seiten versucht werden wird. Aber noch wichtiger wäre eigentlich zu sagen, Kommission, legt besser noch einen drauf, das reicht halt nicht, was du da vorschlägst. Und da sagt das Bundesverfassungsgericht auf diesen Antrag hin witzigerweise im Detail gar nichts, sagt aber immerhin sehr allgemein, es stimmt schon, der Klimaschutz muss eigentlich zum großen Teil international laufen. Deutschland ist verpflichtet, auf internationaler Ebene entsprechend Gas zu geben. Und deswegen, also von diesem ganz formalen Punkt ausgehend, kann man auch sehen, wie wichtig das Urteil halt über Deutschland hinaus ist. Man muss das also immer jetzt mitdenken, wenn man auch über EU-Klimapolitik redet und da die deutsche Rolle sich anguckt. Der vierte Punkt, der ein bisschen kritisch an dem Urteil ist, vielleicht ist es also auf so einer klimaaktivistischen Ebene eigentlich sogar der interessanteste Punkt, das wird vielleicht vielen auch am Fridays for Future-Spektrum ohnehin geläufig sein. Das Bundesverfassungsgericht hat ja etwas gemacht, das habe ich noch gar nicht so explizit erwähnt jetzt, die haben explizit die Frage, was denn nun die bisherige Gesetzgebung taugt, in den Blick genommen unter dem Vorzeichen dessen, dass man die Einhaltung einer 1,5-Grad-Grenze oder irgendeiner Temperaturgrenze anhand von Treibhausgasbudgets am besten abschätzen kann. Das Bundesverfassungsgericht bedient sich dazu des IPCC-Budgets in der auf Deutschland heruntergebrochenen Form des SRU, des Sachverständigenrats für Umweltfragen der Bundesregierung. Wobei es darauf hinweist, eigentlich geht es halt um eine 1,5-Grad-Grenze in der Klimapolitik. Der SRU hat zwei getrennte Budgets gerechnet. Das Bundesverfassungsgericht weist eben darauf hin, ja, also selbst bei dem 1,75-Grad-Budget wäre es eben so, dass nach der bisherigen Klimapolitik das bis 2030 quasi aufgebraucht wäre. Es verweist auch darauf, naja, klar, wenn man das kleinere Budget nimmt, dann wäre es schon vorher überzeichnet. Und lässt also ein bisschen offen, ob die 1,5-Grad-Grenze, die völkerrechtlich verbindlich ist, auch verfassungsrechtlich jetzt wirklich die Grenze ist. Also es bewegt sich da so ein bisschen in so einem Graubereich, sagt, dass es also eben vielleicht noch reichen könnte, wegen dieses schwach gedachten Artikel 20a Grundgesetz auch nur 1,75 Grad anzustreben, verfassungsrechtlich, nicht völkerrechtlich. Allerdings ist die eigentlich interessante Frage noch eine etwas andere, nämlich wie kommt überhaupt ansonsten dieses ganze IPCC-Budget zustande? Das Verfassungsgericht hat verstanden, dass es da viele Fragezeichen gibt. Die haben wir ihm auch vorgetragen. Allerdings behauptet das Verfassungsgericht gleichzeitig, am Ende würden ja auch die Kläger alle irgendwie das Budget ganz okay finden. Wir haben im Einzelnen vorgetragen, dass es nicht so ist. Was ist denn da der Haken an der ganzen Sache? Und zwar muss man zunächst mal sehen, beim IPCC-Budget ist der erste Haken schon, das ist bereits unklar, wie das auf die Welt sozusagen aufzuteilen wäre. Also pro Kopf der Weltbevölkerung, also dann hätte Deutschland 80 Millionen Köpfe und der entsprechende Budgetanteil entfiele auf Deutschland. Oder geht es darum, dass beispielsweise Länder, wo halt die Emissionen höher sind bisher, weil mehr Wohlstand herrscht, irgendwie mehr Emissionen bekommen. Da macht der SRU eine Konkretisierung gegen dem IPCC und sagt, na, wir beanspruchen nur per capita, also pro Kopf, das, was uns zustehen würde. Soweit so gut. Soweit eigentlich noch eine gute Sache, aber es gibt mehrere Haken, die das IPCC-Budget und damit auch das SRU-Budget auch hat. Also einerseits wäre es halt schlecht, wenn ich von 1,75 Grad ausgehe, wenn ich davon ausgehe, völkerrechtlich verbindlich ist 1,5 Grad. Es gibt aber auch weitere rechtliche und naturwissenschaftliche Haken. Der offensichtlichste rechtliche Haken ist, wenn der IPCC Budgets mit Temperaturgrenzen in Verbindung setzt, dann macht in der Wahrscheinlichkeitsrechnung und das jetzige Budget, mit dem meist gearbeitet wird, ist eines, welches die 1,5-Grad-Grenze mit 67% Wahrscheinlichkeit einhält. Wenn die 1,5-Grad-Norm, der Artikel 2 Paris-Abkommen, rechtsverbindlich ist, kann man nicht sagen, ja gut, man erreicht das wahrscheinlich oder mit einer überwiegenden Wahrscheinlichkeit. Das ist ja nicht mal wirklich wahrscheinlich, wenn man sagt 67%, das ist halt eine Zweidrittel-Wahrscheinlichkeit. Da muss man eigentlich besser werden. Also mit 100% ja Wahrscheinlichkeit oder selbst 95% ja kann man es gar nicht mehr erreichen. Da hätte man also jetzt schon bei Null Emissionen sein müssen. Aber mehr als 67% würde schon gehen. Insofern ist das Budget eigentlich kleiner. Das Budget ist außerdem eigentlich deshalb kleiner, weil das Basisjahr in den IPCC-Berechnungen immer in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts liegt. Also man muss ja vergleichen, wenn man ein Budget rechnet, von wann bis wann fällt ein Budget an. Und Artikel 2 Paris-Abkommen sagt, gemessen am vorindustriellen Temperaturniveau sollen 1,5 Grad gehalten werden. Der IPCC hat gute Daten ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, also rechnet er das Budget ab dann. Die Industrialisierung, auf die kommt sehr nach dem eben zitierten Wortlaut des Artikel 2 Paris-Abkommen, hat aber eher 100 Jahre früher schon begonnen. Insofern hätte man dann nochmal 0,1 oder 0,2 Grad Erwärmung, gegebenenfalls mehr drauf.
Das nächste Problem im IPCC-Budget, auch wieder rechtlicher Art, aber eigentlich auch schon naturwissenschaftlicher Art. Der IPCC stellt sich vor, 1,5 Grad heißt, das kann zwischendurch auch mal Overshoot geben. Also es kann überschritten werden, die 1,5 Grad, dann holt man es danach wieder zurück, die Temperatur, also durch negative Emissionstechnologien, massive Aufforstung, More Management, aber vielleicht auch problematischere Technologien wie Solar Radiation Management, Ozeandüngung, Gesteinsverwitterung oder ähnliches. An der Stelle ist zunächst mal so, der Wortlaut des Pariser Abkommens gibt nicht her, dass so ein zeitweiser Overshoot zulässig ist. Insofern gibt es ein rechtliches Problem. Außerdem gibt es ein technisches Problem, dass keiner weiß, welche dieser Ansätze tatsächlich wie wirklich funktionieren. Das lässt sich auch schwer erforschen. Man müsste es dann im Grunde in der Realität erproben und dann hätte man bereits ins Klima eingegriffen. Das wäre dann sozusagen Forschung, die sofort zur Aktion führt, was problematisch ist, wenn man davon ausgeht, dass es vielleicht verboten ist. Das Verfassungsgericht sagt dazu immerhin, es ist verfassungsrechtlich offen, ob solche Ansätze problematisch wären. Das Verfassungsgericht differenziert da nicht so genau nach einzelnen Ansätzen. Also Aufforstung, wenn es keine Monokulturen sind, was allerdings entscheidend ist, sonst bringt es auch fürs Klima im Übrigen gar nicht so viel. Aber für die Biodiversität ist es fast noch entscheidender. Aufforstung in moderatem Umfang ist wahrscheinlich kein großes Problem. Auch Moore wieder zu vernässen, ist eher vorteilhaft für den Klimaschutz aus vielerlei Gründen und jetzt nicht wirklich riskant. Aber die größeren Ansätze, die man direkt als Geoengineering bezeichnen könnte, sind eigentlich alle problematisch. Aber IPCC-Budget ist weiterhin schwierig, dass einige naturwissenschaftliche Fragen relativ optimistisch eingeschätzt werden, zum Beispiel die Klimasensitivität. Was daran liegt, dass der IPCC als Weltklimarat einfach einen kleinsten gemeinsamen Nenner der Forschung nur abbildet. Das heißt also, man kann mit vielerlei Argumenten vertreten, dass das Budget eigentlich kleiner ist. Diese Fridays for Future-Zahl, Null-Emission 2035, ist ja wohl ursprünglich so entstanden, dass man sich vorgestellt hat, im 1,5-Grad-Bericht des IPCC von 2018 ist eben ein gedachtes Budget drin. Und wenn man das linear runter reduzieren würde, also in so einer Linie eben, würde man 2035 ungefähr bei Null Emissionen rauskommen müssen. Nun sehen wir gerade, man kann das so durchaus gut vertreten, dass es früher sein muss. Da ist das Verfassungsgericht, wie gesagt, nicht näher darauf eingegangen. So, das waren zwei Folien, die ich nicht brauche. Die habe ich nur vorsichtshalber immer mit drin. Das ist jetzt die letzte Folie. Jetzt habe ich doch die halbe Stunde geredet. Ich habe um 19.08 Uhr angefangen. Was folgt jetzt praktisch politisch aus all dem? Das neue KSG, Bundesklimaschutzgesetz, geht mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht weit genug, selbst gemessen am unzureichenden IPCC-Budget, das hatte ich schon gesagt. Ferner, auch das hatte ich schon gesagt, hat die Entscheidung Konsequenzen über Deutschland hinaus, mindestens auf EU-Ebene, auf der rein faktischen Ebene, wahrscheinlich auch jenseits der EU. Zwei Dinge möchte ich noch sagen, die unteren beiden Bullet Points, die noch nicht so stark zur Sprache kamen. Die Entscheidung wird jenseits dessen, dass die Gesetzgebung über Ziele, und das habe ich übrigens auch noch nicht gesagt, natürlich logischerweise damit immer mitgedacht über Maßnahmen, Ziele alleine bringen ja nichts, da jetzt ein Stück weit revolutioniert wurde. Jenseits dessen hat eine solche BFFG-Entscheidung sozusagen in allen Niederungen der Staatlichkeit natürlich eine Relevanz. Wenn jetzt eine Kommune einen Bebauungsplan aufstellt, wenn eine Landesstraßenverwaltung eine Landesstraße ausbauen will, all diese Behörden müssen die Bundesverfassungsgerichtsentscheidung beachten. Das ergibt sich aus § 31 Absatz 1 Bundesverfassungsgerichtsgesetz. Die müssen sich dann also immer fragen, ist das, was ich da plane, mit Null-Emissionen in zumindest nicht allzu ferner Zukunft vereinbar? Und das wird also ziemlich großen Prüfungsaufwand machen. Und das wird mit sehr, sehr vielen Prozessen in der Zukunft eine Rolle spielen. Jenseits dessen, weil ich schon Prozesse sage, Franziska Hess, mit der ich die erste Verfassungsbeschwerde eingereicht habe, die Umweltrechtsanwältin aus Leipzig, eine ganz hervorragende Anwältin, Franziska Hess und ich, machen uns schon sehr konkret Gedanken darüber, wie das Prozess so weitergehen kann. Wir gehen latent davon aus, dass wir eine weitere Verfassungsbeschwerde erheben müssen, weil ich unabhängig vom Ausgang der Bundestagswahl zu der Annahme neige, dass die deutsche und auch europäische Klimapolitik unzureichend bleiben wird, auch wenn ich das nicht hoffe, speziell auf der EU-Ebene, ist jetzt eigentlich Möglichkeitsfenster breit auf, aber es gibt halt auch sehr viele, die gerne blockieren wollen. Also man wird also mit anderen Worten auf der verfassungsgerichtlichen Ebene nochmal möglicherweise nachhaken, man wird in diversen verwaltungsgerichtlichen Prozessen gegen Anlagengenehmigungen, Straßenbau, Bebauungspläne und Ähnliches potenziell nachhaken. Da steige ich nicht so stark ein, das macht Franziska eher. Man wird gegebenenfalls auch zivilrechtlich mal fragen müssen, kann man große fossile Emittenten wie RWE auch einfach direkt verklagen? Da werde ich gleich einen Link, wie gesagt, zum Shell-Urteil nochmal in den Chat tun.
Und was ganz wichtig ist, als letzter Gedanke für meinen Vortrag, was macht das Ganze jetzt eigentlich mit anderen Umweltproblemen? Auch darüber machen wir uns Gedanken. Man könnte jetzt zum Beispiel eine Biodiversitätsverfassungsbeschwerde erwägen. Das werden wir wohl vorläufig nicht erheben. Einfach deshalb, weil Biodiversität ein sehr viel heterogeneres Schutzgut ist als Klima. Und also da deutlicher Klärungsbedarf noch herrscht. Wir schreiben gerade einen englischen Aufsatz für ein internationales Journal dazu in meiner Forschungsstelle Nachhaltigkeit und Klimapolitik. Bei gestörten Stickstoffkreisläufen könnte man auch Überlegungen anstellen. Letzten Endes ist aber eines schon mit dem jetzigen Beschluss wichtig. Die Noxen, die schädigenden Faktoren, die den Klimawandel auslösen, die lösen auch den größten Teil der anderen Umweltprobleme aus. Kurz gesagt, fossile Brennstoffe und Nutztierhaltung. Das sind die wesentlichen Schädigungsfaktoren für den Stickstoffkreislauf. Das spielt indirekt auch eine erhebliche Rolle für den Phosphorkreislauf, also im Fall der Tierhaltung direkt, im Falle der fossilen Brennstoffe eher indirekt. Phosphor ist ja kein fossiler Brennstoff, aber Stickstoff ist eben ein Folgeprodukt des Einsatzes fossiler Brennstoffe. Aber auch Probleme wie Gewässer-, Luft- oder Bodenverunreinigungen hängen im Grunde mit Tierhaltung und fossilen Brennstoffen stark zusammen. Allein durch die jetzige Entscheidung, die eben uns einfach auf einen klimafreundlicheren Pfad bringt als bisher, auch wenn wir noch Jahre darüber streiten werden, wie weitgehend, ist also auch für die anderen Umweltprobleme etwas erreicht. Dann mache ich jetzt einen Punkt, tue wie gesagt gleich noch 2, 3 Links in den Chat und freue mich sehr auf die Diskussion. Und ich denke mal, Sascha moderiert das dann wieder. Genau, das werde ich machen. Ich würde ganz gerne erstmal die Sabine Sommer zu Wort bitten, weil die sich schon gemeldet hat so lange, dass ich das nicht am Ende vergesse. Oh, ist die Meldung weg. Falls du noch reden willst, kannst du dich ja kurz nochmal melden, damit wir das wissen. Wenn nicht, würde ich dann erstmal eine Frage aus unserem Frage- und Antworten-Tool dran nehmen. Okay, dann mache ich das erstmal. Gleich die erste Frage ist, klingt ein bisschen fatalistisch, was ist denn jetzt, wenn Bundestag auch in den nächsten Jahren sich nicht wirklich regt mit Klimaschutzgesetzen und auch, ja, Verfassungsbeschwerden dauern ja immer eine Weile, die hat jetzt 3 Jahre lang ungefähr gedauert von deiner ersten. Was 2,5. Was macht man denn dann? Also es ist 2028, es hat sich doch nicht so viel getan. Was wäre dann so der Schritt? Naja, also wir haben ja jetzt erstmal, also trotz aller Kritikpunkte, die ich aufgemacht habe, durchaus was erreicht. Und wir werden jetzt natürlich mit dem Erfolg auch weiter arbeiten, werden, wie gesagt, eine weitere Verfassungsbeschwerde machen. Also wir werden auf dieser, und wir werden, wie gesagt, auch auf den Verwaltungsebenen, jetzt tue ich mal den Shell-Link hier noch rein, sicherlich da diverse Leute ziemlich in Atem halten können. Oder auch nicht zu unterschätzen ist, weil das Verfassungsgericht zu Recht oder zu Unrecht dieses irre Ansehen hat in Deutschland und auch darüber hinaus. Das hat einfach einen unglaublichen symbolischen Effekt auch. Also es ist unfassbar, wer ja alles ankam und sich bedankt hat oder Abbitte geleistet hat, weil er oder sie nicht geglaubt hat, dass das Ganze irgendwas bringen könnte. Also das ist schon eine echte Welle gemacht. Also wie gesagt, es kam aus allen Ecken der Welt. Also man muss jetzt nicht denken, dass man damit die Welt gerettet hat, aber es ist schon ein ganz, ganz spannender Schritt irgendwie. Und dann würde ich da jetzt nicht ganz so fatalistisch sein. Ich würde mich lieber darauf konzentrieren, dort zu kämpfen, wo gerade eben das Schlachtfeld ist, könnte man in einer verfehlten militärischen Symbolik sagen. Und das spielt sich jetzt halt zum Beispiel in der EU-Klimapolitik gerade ab. Das ist eine Sache, wo Fridays for Future und andere einfach konkret aktiv werden können. Und das sollte man unbedingt tun. Ja, und nicht jetzt zum 100. Mal über den deutschen CO2-Preis reden, sondern wirklich gucken, dass da was passiert. Da verlagert man das Problem nicht nur, da kann man dann wirklich den Rest der Welt ein bisschen beeindrucken, nicht mit den 2% deutschen Emissionen. Historisch waren es zwar 5%, aber heute sind es nur noch 2%. Und das ist wirklich, da kriegt man einfach keine Mehrheit für in Deutschland, wenn man sagt, wir machen es hier radikal und dann weiß im Grunde, also, lest die Kommentarspalten unter meinen Zeitartikeln, das wissen die Leute, die keine Lust auf das Klimathema haben, das bringt ökologisch wenig, weil wir das Problem woanders hin verlagern und dann kostet es noch ordentlich. Ja, das ist nicht populär. Also EU-Ebene, weitere Länder integrieren, versuchen mit denen gemeinsame Sache zu machen gegenüber Ländern, die nicht mitmachen, einen Ökozoll einführen, Border Adjustments oder wie die EU es neuerdings nennt, Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM. Und genau, CBAM ist auch in meinem Zeitartikel kommentiert. Hat Deutschland immer verhindert in der Vergangenheit, ist eigentlich aber sinnvoll. Braucht man allerdings auch erst, wenn man wirklich selber konsequenten Klimaschutz macht. So gesehen hatte Deutschland bisher irgendwie recht. Die EU hat ja keinen konsequenten Klimaschutz betrieben. Aber selbst mit dem Inkonsequenten hat sie durchaus schon Emissionen verlagert. Das ist gar nicht mal zu unterschätzen. Also wenn wir zum Beispiel ehrlich rechnen, ja, wir sagen ja immer, wir haben die Emissionen in Deutschland pro Kopf reduziert um 40% plus minus wegen Corona seit 1990, klingt doch schon mal gut. Haben wir eigentlich gar nicht. Wir haben also mindestens den allergrößten Teil davon effektiv nur in andere Länder verschoben. Das ist schwer genau zu rechnen, aber in einer globalisierten Welt laufen halt die emissionsintensiven Produktionsschritte woanders. So, die Emissionen werden dort gezählt, wo sie unmittelbar
erzeugt werden, nicht dort, wo sie verkonsumiert werden. Insofern haben wir tatsächlich schon mit der bisherigen eher moderaten Klimapolitik und allgemein mit der Wirtschaftsentwicklung halt Emissionen verlagert. Wenn wir jetzt tatsächlich so richtig Gas geben beim Klimaschutz, würden wir das halt noch viel mehr tun. Deswegen ist es tatsächlich sinnvoll, wenn man strengere Klimapolitik mit Border Adjustments und Ökozöllen kombiniert. Vielen Dank. Ich würde einfach gleich mal weitermachen mit den nächsten Fragen. Es sind jetzt noch ein paar gekommen. Das war jetzt ein bisschen lang, sorry, ich antworte jetzt. Nächste Frage ist auch ganz aktuell. In Paragraph 4 Absatz 1 Satz 7 Klimaschutzgesetz ist, wie jetzt auch in dem aktuellen aus Nordrhein-Westfalen, die Aussage, subjektive Rechte und klagbare Rechtspositionen werden durch dieses Gesetz oder aufgrund dieses Gesetzes nicht begründet. Das ist für die Verfassungsbeschwerden wahrscheinlich relativ irrelevant, weil dazu braucht man die Klimaschutzgesetze ja nicht als subjektive Rechte. Hat das irgendeine Funktion, die dann eventuell auch mit Artikel 19 Absatz 4 Grundgesetz in Konflikt kommen könnte? Oder ist es eher so eine Aussage, die am Ende aber an subjektiven Rechten auch nichts ändert? Da muss man jetzt wahrscheinlich unterscheiden, ob man mit einem Juristen oder mit einem Nichtjuristen drüber redet. Also ich erkläre es mal möglichst einfach, dass alle das verstehen. Also diverse Klimabewegte haben sich jetzt ja aufgeregt über diese Normen, im Fall von NRW und Laschet und hier Hashtag Laschet lasset und so. Auf Twitter wird er ja geschimpft über diese Normen seit, weiß ich nicht, 2 Wochen oder so. Es ist so, wie du sagst, lieber Sascha, der Gesetzgeber regelt da nur, dass ich nicht direkt zum Gericht gehen kann und einfach sagen kann, ich will das Klimaschutzgesetz einklagen. Das alleine kann ich nicht. Das war aber auch nach bisheriger deutscher Logik des Klagenkönnens genauso, weil ich brauche in Deutschland entweder ein Berufen auf ein Grundrecht oder letzten Endes auf eine irgendwie freiheitskonkretisierende Norm, wir nennen sowas subjektiv öffentliches Recht, ja, unter deutschen Juristen, um vor Gericht gehen zu können. Und die allgemeine Bestimmung eines Ziels ist jetzt so etwas nicht. Das ist ja aber im Grunde trivial. Man kann nicht durch ein solches Gesetz ausschließen, dass jemand sich auf ein Grundrecht beruft. Deswegen ändert es an unserer Klageposition gar nichts. Und man kann, wenn man jetzt gegen eine Straße klagt, gegen einen Bebauungsplan, selbstverständlich unabhängig von solchen Normen klagen. Man beruft sich auf genau die Rechte, auf die man sich immer berufen hat. Zum Beispiel, wenn man im Geltungsbereich eines Bebauungsplans wohnt, auf sein Recht auf Eigentum gegebenenfalls. Oder auf noch andere Rechte. Das führt vielleicht für Nichtjuristen im Detail jetzt ein bisschen zu weit, das auszurollen, aber das ist nicht beeinträchtigt, die Möglichkeit, in solchen Fällen zu klagen. Nächste Frage ist, ich weiß nicht, inwiefern du das sinnvoll beantworten kannst, aber wie passt denn eine Konkretisierung der Maßnahmen nach 2030? Das war ja das, was das Bundesverfassungsgericht im Wesentlichen gefordert hat, dass es, also das war der explizite Tenor des Urteils, also der explizite Ausspruch, ja, genau. Genau. Nun ist es ja, es gab ja jetzt auch wieder relativ neue Zahlen vom IPCC wohl, wonach 2030 schon zu spät wäre. Ja. Das heißt, eine Konkretisierung der Zeit nach 2030 ist eigentlich, ja, wie sinnvoll ist die noch? Na, der IPCC macht halt genau das, was ich ja, also was wir antizipiert haben. Ich habe hier unseren eigenen Fachartikel von Anfang 2018 hier gerade reingetan und vor dem 1,5-Grad-Bericht ist der erschienen. Der IPCC begreift naheliegenderweise, dass sein Budget zu groß ist. Auch wenn, also weil ich das jetzt überschauen kann, das sind ja alles nur Leaks bisher. Ich selber kenne nur Working Group 3, da bin ich selber Gutachter. Also die strategischen, technischen und so weiter Analysen. Ich kenne nicht die eigentlichen naturwissenschaftlichen Basisanalysen und die Analysen zur Vulnerabilität. Die Leaks bezogen sich aber eben auf diese beiden Dinge, also Working Group 1 und Working Group 2. Aber auf jeden Fall wird das IPCC-Budget tendenziell immer kleiner, weil eben immer mehr bemerkt wird, was da schon rein naturwissenschaftlich alles schiefläuft. Dass rechtlich noch ein paar Dinge schieflaufen, wie Overshoot und Wahrscheinlichkeit, das später, glaube ich, das ist noch nicht so vollständig angekommen. Insofern, ja genau, wir beginnen stärker zu konvergieren, also IPCC und das, was wir so aus dem Institut und noch ein paar andere kritische gesagt haben, genau, der Handlungsbedarf wird eher immer größer. Und jetzt kann man sagen, was spielt das Verfassungsgerichtsurteil da noch für eine Rolle? Naja, es spielt eine Rolle, weil der Gesetzgeber hat es auch im Prinzip jedenfalls richtig verstanden, nur dass es dann nicht konsequent umgesetzt haben. Das Urteil verlangt eben nicht nur, die Entscheidung verlangt nicht nur eine Konkretisierung nach 2030, sondern eine Konkretisierung nach Maßgabe der Begründung. In der Begründung steht drin, die es gibt ein Gebot in der temporaler Freiheitssicherung. Also müssen die Ziele anziehen. So. Und darum geht es jetzt auch auf EU-Ebene. Also was da für 2030 in den Zielen drinsteht, das reicht halt effektiv auch nicht. Und Deutschland ist verpflichtet, auch auf der Ebene was zu tun. Was unschön ist, wirklich unschön, ist, dass
die Bekannten, die versucht haben, direkt vor den europäischen Gerichten, erst vor dem EuG und dann vor dem EuGH, also zwei Instanzen auf EU-Ebene, die EU auf mehr Klimaschutz zu verklagen, jetzt in den letzten Jahren vom EuGH in zweiter und letzter Instanz abgewiesen wurden, vor 4 Monaten. An sich ist es nämlich immer noch der noch naheliegendere Weg, direkt auf EU-Ebene das durchzusetzen, über was wir hier gerade sprechen. Der EuGH hat aber eine wirklich schlechte Angewohnheit. Der EuGH ist hier gar nicht in inhaltliche Erwägungen eingestiegen. Der EuGH hat einfach salopp gesagt, die Juristen mögen es mir verzeihen, eine Linie sei langem. Jemand, der von der EU irgendwas will, der irgendwie mehr EU-Politik will, der hat per se Unrecht. Es ist also quasi unmöglich. Man kann also vor dem EuGH und vor dem EuG sehr viel schwerer irgendwas einklagen als vor nationalen Gerichten. Insofern ist das absehbar wenig überraschend gescheitert. Ich komme gleich zu euch, mein Schatz. Ich bin in ein paar Minuten fertig. Meine Söhne werden langsam unruhig. Ihr könnt nachher noch einen Film gucken, aber ich muss noch 2, 3 Fragen beantworten. Genau, es sind 3, glaube ich, noch. Eine ist ein bisschen länger. Ich versuche, das mal zusammenzufassen, aber wahrscheinlich wirst du darauf ganz recht schnell antworten können. Es geht im Wesentlichen darum, dass die Maßnahmen, die ja jetzt aktuell debattiert werden, sind viele wirtschaftliche, CO2-Steuer zum Beispiel, dass die natürlich im Wesentlichen ärmere Menschen trifft. Und was du denn von Suffizienzpolitik hältst und ob man da irgendwie einen juristischen Ansatzpunkt hat für Suffizienzpolitik. Sag mal alle 3 Fragen. Also was du eins als Suffizienzpolitik oder waren das alle 3 Fragen jetzt? Nee, das war eine. Eine ist, die anderen beiden noch. Ob man das SRU-Budget irgendwie sinnvoll aufteilen kann auf die Bundesländer. Und die letzte. Ja, kann man wahrscheinlich auch relativ kurz beantworten, ob mit steigenden Emissionen, mit steigender Zeit und steigendem Bewusstsein die Urteile vom Bundesverfassungsgericht konkreter werden, auch was bestimmte Maßnahmen angeht. So, Maßnahmen war ein Stichwort, Suffizienzpolitik war ein Stichwort und das mittlere war Bundesländer. Genau. Auch Bundesländer, also vorab, es gibt ein, lass es bitte mal, Max. Okay. Bist du mal kurz leise? Okay. Warte mal kurz. Also, auf die Bundesländer runterbrechen eher nein. Der Emissionshandel wird immer breiter. Und damit gibt es ein europaweites Budget, was ja gerade handelbar ist. Da ist das schwierig. Man kann aber auch Felix Nachhaltigkeit googeln, auf die Homepage gehen und unseren Newsletter abonnieren. Wir machen nämlich gerade ein Gutachten für den Solarenergieförderverein, wo sowas auch betrachtet wird. Das kommt in 2 Wochen oder so. Die zweite Frage, ich habe dich um was gebeten, Max. Suffizienzpolitik macht man mit einem anständigen Emissionshandel, mit einem Cap 0 2030 für fossilen Brennstoffe und Cap minus 75 für die Nutztierhaltung. In einem zweiten Emissionshandel haben wir einen Entwurf für gemacht, steht auch auf der Homepage. Wird man nicht rein technisch mehr agieren können. Da macht man auch zum Teil dann eben Suffizienzpolitik. Und was das dritte angeht, was war der dritte Punkt? Bundesländer, Suffizienzpolitik. Und inwiefern sich das eventuell zukünftige Bundesverfassungsgerichtsurteile bei zukünftigen Klimaklagen. Genau, je schlimmer das Klimawandel wird quasi. Da werden wir drüber reden müssen. Letzten Endes, Ziele alleine reichen nicht. Bisher haben sie aus Gewaltenteilungsgründen gesagt, da ist ein Spielraum. Und wenn jetzt die Gesetzgebung weiterhin gar nichts macht oder wenig macht, einfach, dann werden sie vielleicht irgendwann auch über konkretere Maßnahmen reden. Das ist eine der schönen Sachen am Emissionshandel, der würde ja einen Rahmen setzen. Ich glaube, hier gibt es 2, die mich verlangen. Ich würde jetzt langsam mal zum Ende kommen. Dann, ja, das war jetzt die letzte Frage. Gutes Timing sozusagen. Bedanke ich mich vielmals für deinen Input, für die Diskussion. Ich hoffe, es hat allen gefallen. Alle konnten was lernen. Ich werde jetzt nochmal die anderen Zeitartikel raussuchen und reinschicken. Da sind auch zu den Fragen, die gestellt wurden, gerade zur Suffizienz, noch einiges zu finden. Dann bedanke ich mich, Felix. Hab noch einen schönen Abend. Und genau, wer die Artikel noch lesen will, ich werde die in YouTube und Zoom-Link schicken. Dann verabschiede ich mich.